Mein Name ist Piet Fallet. Wir sind hier bei Time Tools Mastering in Hannover in unserem Studio. Ich mache mein ganzes Leben schon Musik, bin aber erst relativ spät zur Tontechnik gekommen, so mit 19 oder 20. Habe dann am Anfang eine Ausbildung an der SAE gemacht in Berlin und danach ein Praktikum absolviert im Trix-Studio in Berlin auch, ein sehr großes Recording- und Mixing-Studio. Von da wurde ich dann direkt abgeworben von einem Hannoveraner Produzenten als sein Assistent. Hab dann wirklich über 10 Jahre als Recording- und Mixing-Engineer gearbeitet. Und dann hat mich Time Tools gefragt, ob ich nicht hier mastern möchte, wovor ich natürlich erstmal einiges an Respekt hatte. Hab mich dann aber getraut und mich eingearbeitet und hatte auch viel Hilfe natürlich von unseren anderen Engineers, die hier mir Sachen, Tricks gezeigt haben und so weiter. Hab mir auch einige selbst zurechtgelegt und meinen Workflow optimiert. Und das ja, mache ich jetzt auch schon seit über 6 Jahren. Time Tools steht für audiophiles High-End-Mastering. Darunter verstehen wir, dass wir gleichermaßen auf die technische Umsetzung und Perfektion achten, als auch auf die Musikalität, also die künstlerische Umsetzung. Denn das ist was, ja, was wir für sehr wichtig halten beim Mastering, dass es nicht nur technisch einwandfrei ist, sondern eben auch, dass man künstlerisch jedem Song möglichst gerecht wird und jedem Projekt. Wir arbeiten generell in jedem Genre, womit die Leute zu uns kommen. Wir haben diese Genres so ein bisschen aufgeteilt unter uns Engineers, die hier arbeiten, sodass jeder quasi spezialisiert ist in einem gewissen Feld von Musik. Was aber nicht heißt, natürlich, dass nicht jeder auch mal ein Projekt aus einem anderen Genre, als was eigentlich seine Hauptexpertise ist, realisiert. Also ich arbeite unheimlich gerne hier bei Time Tools. Einerseits natürlich wegen dieses tollen Studios, wo wir hier sitzen, was einem wirklich alle Möglichkeiten bietet, ein gutes Mastering zu machen. Aber vor allem auch wegen der Leute einmal, weil unser direktes Time Tools Mastering Team einfach super familiär ist, weil die Leute nett sind, weil die Hierarchien flach sind. Wir hier bei Time Tools haben über die Jahre viele tausend Tonträger schon gemastert, darunter auch große Namen wie Madonna, Depeche Mode, Peter Fox, Nene Cherry, Fatboy Slim und viele andere. Also als Mastering-Engineer brauche ich natürlich einerseits ein sehr gutes technisches Gehör, was man trainieren kann und auch muss, und natürlich musikalisches Verständnis. Gleichzeitig ist der größte Unterschied zum Mixing-Engineer, denke ich, dass ich halt komplexes Material bearbeite, mich da schnell reinfühlen können muss, weil ich halt viele unterschiedliche Sachen kriege und schnell verstehen muss, wohin will diese Musik, was wird hier gefordert vom Klangbild her und von der ganzen Anmutung her, sodass ich ja, da schnell viele Entscheidungen treffen muss. Wir haben Wavelab hier bei Time Tools seit es die Firma gibt, also seit der Jahrtausendwende, auf jeden Fall seit weit vor meiner Zeit. Und das ist unverzichtbarer Bestandteil natürlich unseres täglichen Workflows. Wir benutzen es zum Finalizen, Analyzen, Bouncen, DDP-Erstellung, nicht zuletzt auch als Media Player und vor allem das Clip-basierte Plugin-Handling. Das ist natürlich auch maximal wichtig zum Finalisieren von einem Album oder einer EP. Also es ist wirklich flexibel im Einsatz jeden Tag. Die praktischsten Features für meinen eigenen Workflow in Wavelab sind auf jeden Fall das External Gear Plugin, was meinen Workflow verändert hat tatsächlich. Der Referenztrack in Audiomontagen mit dem latenzfreien Umschalten, das ist super hilfreich, benutze ich die ganze Zeit. Und die erweiterte Undo-Redo-History ist auch schick, falls man doch mal eine falsche Taste gedrückt hat. Also wenn wir ein neues Projekt anfangen zu bearbeiten, dann ist der erste Schritt immer eine ausgiebige Kommunikation mit dem Auftraggeber, mit dem Kunden, darüber, wie die Mixe klingen, die es gibt. Vielleicht gibt es noch Feedback auf die Mixe, was man noch ändern könnte von meiner Seite aus. Und generell natürlich eine Klarstellung darüber, wohin die Reise gehen soll klanglich und was das Zielmedium ist und damit das Format und so weiter. Und wenn das dann geklärt ist, dann war es früher immer so, dass wir mit einer externen Software in die analoge Kette gegangen sind und eine grobe Bearbeitung aller Songs gemacht haben, um dann am Ende in Wavelab rein digital fein zu tunen. Und mit Wavelab 10 ist das natürlich hinfällig, sondern da kann man wirklich alles in Wavelab machen. Wobei nach wie vor natürlich die Grobanpassung, sag ich mal, mit der analogen Kette passiert und dann das Feintuning digital. Die größten Vorteile von Wavelab als professioneller Mastering-Software gegenüber normalem DAW-Mastering sind immer schon gewesen das Clip-basierte Plugin-Handling, was natürlich super praktisch ist zum Mastering-Prozess. Die DDP-Erstellungsmöglichkeiten, auch heutzutage noch machen wir öfters CD-Vorlagen als DDP.
die Analyzing-Funktionen und seit Wavelab 10 jetzt natürlich auch Sachen wie der Referenztrack in der Audiomontage mit dem latenzfreien Umschalten. Das ist natürlich praktisch und gibt es so nicht in anderen DAWs.